Ich bin Carlotta und wenn ich Flügel hätte, würde ich nach Australien fliegen und mir die Landschaft ansehen. Ich bin Josef und wenn ich Flügel hätte, würde ich nach Los Angeles fliegen. Ich bin Anatol und wenn ich Flügel hätte, würde ich auf die Iolischen Inseln fliegen. Ich bin Janne und wenn ich Flügel hätte, würde ich in mein Glück fliegen. Ich bin Alina und ich würde zu meiner Oma nach Baden-Württemberg fliegen. Ich bin Justus und wenn ich fliegen würde, würde ich zu einem Dschungel fliegen. Ich bin Nele und wenn ich Flügel hätte, würde ich an die Nordsee fliegen. Ich bin Leander und wenn ich Flügel hätte, würde ich in den Urlaub fliegen. Ich bin Janosch und wenn ich Flügel hätte, würde ich nach Kanada fliegen. Ich bin Katharina und wenn ich Flügel hätte, würde ich zu meinen Verwandten nach Korea fliegen. Ich bin Ella und wenn ich Flügel hätte, würde ich nach Finnland fliegen. Ich bin Hauke und wenn ich Flügel hätte, würde ich nach Peru fliegen. Ich bin Hanna und wenn ich Flügel hätte, würde ich nach Griechenland an den Strand fliegen. Ich bin Stella und wenn ich Flügel hätte, würde ich zu meiner Oma nach Köln fliegen. Ich bin Silke und hätte ich Flügel, würde ich auf eine Insel in der Nordsee fliegen. Ich bin Feline und wenn ich Flügel hätte, würde ich zu meinen Verwandten in Armenien fliegen. Ich bin Mathilda und wenn ich Flügel hätte, würde ich eine Weltreise machen. Ich bin Toni und wenn ich Flügel hätte, würde ich nach Tessé in Frankreich fliegen. Ich bin Jonathan und wenn ich Flügel hätte, dann würde ich, glaube ich, zum Friseur fliegen. Ich bin Emma und wenn ich Flügel hätte, würde ich an ganz viele coole Urlaubsorte fliegen. Ich bin Kasimir und wenn ich Flügel hätte, würde ich nach New York fliegen. Ich bin Hanna und wenn ich Flügel hätte, würde ich an die Ostsee fliegen. Ich bin Daniel und hätte ich Flügel, würde ich nach oben fliegen. Ich bin Florian und wenn ich Flügel hätte, würde ich ans Meer fliegen. Ich bin Clara und wenn ich Flügel hätte, würde ich ganz weit weg fliegen, aber immer wieder zurückkommen. Sascha, und wenn ich Flügel hätte, würde ich dahin fliegen, wo es jetzt sehr schön warm ist. Ich bin Caro und wenn ich Flügel hätte, würde ich ans Meer fliegen. Ich bin Niklas und wenn ich Flügel hätte, würde ich nach Indien fliegen. Ich bin Lena und wenn ich Flügel hätte, würde ich nach England fliegen und endlich meine Nichte kennenlernen. Ich bin Rebecca, wenn ich Flügel hätte, würde ich ans Meer fliegen, denn dort geht es mir gut. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du erkennst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, Herr, dass du nicht alles wüsstest. Du umgibst mich von allen Seiten und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu hoch und zu wunderbar, ich kann sie gar nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, finster Wildnis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Deine Tage waren in ein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, wären das mehr als Sand. Wenn ich aufwache, bin ich immer noch bei dir. Wenn ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, würde auch dort deine Hand mit mir sein und deine Hände mich halten her. Spreche ich Finsternis, möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. Wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Sonnenschein. Denn Finsternis ist Licht bei dir. Und deshalb danke ich dir dafür. Denn du erforscht mein Herz und siehst meinen Sinn. Nur du kennst meinen Weg und weißt, wer ich bin. Zum Thema Psalm Nummer 1 habe ich mir das Gemälde von Michelangelo, die Erschaffung Adams, ausgesucht, weil ich finde, jemand, der dich erschaffen hat, weiß auch sehr viel über dich und muss dich kennen. Egal, ob ich sitze oder stehe, egal, ob ich spiele oder schlafen gehe, egal, ob ich lüge oder einen Mordgedanken habe, Gott ist immer da. Gott kann meine Gedanken lesen. Gott kann mich sehen, obwohl er vielleicht an einem Ort ist, den ich gerade nicht weiß. Gott sieht mich, indem er meine Gedanken liest. Gott ist immer da, auch wenn ich diesmal nicht denke. Er ist da, auch wenn ich mal nicht das Gefühl habe, wenn ich das Gefühl habe, im Stich gelassen zu sein. Er ist immer da. Und er erkennt meine Gedanken von Ferne. Also ich habe das so gemacht, weil in meinem Text steht, dass Gott alle Wege beobachtet, die ich gehe. Deshalb habe ich dieses Bild gemalt, wo Gott ist und er sieht, welche Wege ich gehe und wie. Ich habe mich für dieses Bild entschieden, weil Gott halt von allen Seiten seine Hand über mich hält. Und das Bild soll darstellen, dass ich von allen Seiten von seiner Hand geschützt bin und mich nichts Böses berühren kann. Rechenaufgabe gezeichnet, weil in meinem Psalm geht es darum, dass jemand eine besonders schöne oder, wie im Psalm beschrieben, eine hohe Erkenntnis erlangt hat. Und das hat mich irgendwie direkt an die Schule erinnert oder an den Matheunterricht eigentlich, weil bei mir ist es immer so, ich verstehe die Sachen in Mathe oft nicht auf Anhieb. Aber ich finde, es ist immer ein sehr schönes Gefühl, wenn man es dann verstanden hat und dann sozusagen frohen Mutes in die Pause gehen kann. Ja, ich habe meinen Vers so verstanden, dass man das quasi gefragt wurde, wo man hingehen kann, wo Gott nicht ist. Und die Hand soll halt Gott darstellen. Mir zeigt der Satz, dass man niemals alleine ist, auch in Situationen, die einem aussichtslos vorkommen. Deshalb habe ich die Farben benutzt, da sie für mir ein geborgenes Gefühl geben. Das Bild, das ich mir zu meinem Vers ausgesucht habe, stammt von einem Sommerurlaub in Irland. Als ich meinen Vers gelesen habe, in dem von den Flügeln der Morgenröte am äußersten Meer die Rede ist, musste ich sofort an diesen Urlaub denken. Ich habe den 11. Psalm, den 11. Vers und der erinnert mich an dieses Buch, das ich auch gerade lese, weil das hat halt ungefähr den gleichen Titel oder so, weil das ist halt, der Vers ist halt mit Finsternis und Nacht und mein Buch, worum es gerade geht, das ist halt auch eher so ein bisschen finsterer, deswegen ist mir das direkt eingefallen, als ich diesen Vers gelesen habe. Ja. Ich habe mit dem Bild verbunden, dass das Licht, also dass in jeder Dunkelheit, wo auch Licht scheint und
an jedem Tag, wo auch der Mond scheint, halt überall Hoffnung gibt und so. Und auch Freundschaft und dass es überall, wo es dunkel ist, halt auch einen Lichtblick gibt. Und überall, wo es hell ist, gibt es halt auch Dunkelheit, sage ich mal, durch den Mond. Und ja. Ich habe den Psalm, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Und dazu habe ich mir dieses Bild ausgesucht, weil es mich daran erinnert hat, dass meine Mutter immer gut für uns drei Kinder gesorgt hat und schon von Anfang an immer für uns da war. Mein Vers hat mich sofort an das Bild Adams Creation erinnert, da Adam der erste Mensch ist, den Gott erschaffen hat. Deswegen habe ich das Bild ein bisschen gecovert. Und auf meinem Bild hebt Gott seine Hand über Adams Stirn, um als ein Zeichen für, ich behüte dich, egal wie du bist, auch wenn du manchmal nicht wunderbar bist. Und Gott legt Adams Hände auf seine Brust, was auch ein Zeichen von Selbstliebe ist, dass Gott dich dazu ermutigt, dass Gott dich dazu bringen kann, dich selbst zu lieben, so wie du bist. Ich entnehme aus diesem Vers dieses Bild, weil ich mir das so vorstelle, wenn das Gott durch die Erde guckt, was da ja drin steht, und das Kind mustert. Und deswegen habe ich dieses Bild so gemalt. Ich habe dieses Bild gestaltet, weil man, bevor das Wasser da ist, schon weiß, wie es aussehen wird und wie es sich anfühlt. Und unten, weil jeder jeden Tag älter wird und man es einfach nicht verhindern kann und diese Tage einfach schon vorhergesehen sind. Ich habe dieses Bild ausgesucht, weil ich immer, wenn ich an Gott denke, irgendwann zu dem Punkt komme, wo ich mir denke, Gott ist gut, er macht gute Dinge für die Menschen. Aber warum gibt es dann Kriege, Klimawandel oder auch Hunger? Weil es gibt ja genug Essen auf der Welt. Oder es gibt auch keinen Grund, jetzt Kriege zu führen. Deshalb verwirrt es mich immer, wenn ich an Gott denke, warum es dann auch so schlechte Dinge auf der Welt gibt. Und das ist einfach für mich dann eine Last, einfach das zu verstehen. Ich habe dieses Bild gewählt, weil ich denke, dass mit diesem Vers gemeint wurde, wie viele Gedanken Gott uns gibt. Es sind so viele, dass man sie nicht zählen kann, genauso wie Sandkörner. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du bist verstehen.
Wir wollen nun zu Gott beten und ihm unsere Wünsche, die wir für andere Menschen haben, anvertrauen, damit er sich ihnen besonders zuwende. Gott, wir bitten dich, dass alle Menschen, die in ihrem Land wegen ihrer Religion verfolgt werden oder fliehen mussten, eine neue Heimat finden und Menschen haben, die sie unterstützen. Gott, wir bitten dich, den Obdachlosen zu helfen, damit sie nicht mehr so viele Probleme haben und sie sich wohlfühlen. Gott, wir bitten dich, gib Menschen, die psychisch in einer Krise stecken, die Kraft, aus dem Loch der Depression auszusteigen und nie wieder hineinzufallen. Gott, wir bitten dich, dass jeder Mensch auf dieser Erde verzeihen kann. Gott, wir bitten dich, da zu sein, wenn ein Mensch Hilfe braucht. Wir bitten dich, ihnen zu helfen und ihnen Mut zuzusprechen. Gebe ihnen das Gefühl, wertgeschätzt zu werden und Liebe zu spüren. Gott, wir bitten dich für die KonfirmandInnen und Konfirmanden, dass sie als Gruppe zusammenwachsen und Freundschaften entstehen können. Schenke ihnen Liebe und Kraft für ihren zukünftigen Weg und lass sie empfindsam sein für Ungerechtigkeit und Leid. Guter Gott, wir danken dir, dass du unser Gebet und unsere Wünsche erhörst. Du begleitest uns, die Jugendlichen und unsere Welt. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seid mutig und stark. Habt keine Angst und lasst euch nicht einschüchtern. Euer Gott geht mit euch. Gott hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Amen. 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 Amen.